Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu Teil 2 der Dirtbike-Reihe. Wir haben jetzt gerade getankt und fahren jetzt los zu Wicked Woods nach Wuppertal. Dort wartet auch schon der Tom und der Tobi, glaube ich. Ich weiß gar nicht, der Tom hat so viele Namen genannt. Ich weiß gar nicht, wer alles kommt. Auf jeden Fall kommen ein paar. Und da fahren wir jetzt hin und dann melde ich mich gleich, wenn wir da sind. Schon komisch, um 21 Uhr jetzt erst loszufahren zum Biken. So Leute, wir sind angekommen, haben die anderen schon kurz begrüßt und laden jetzt das Bike aus. Hier. Die Halle ist ziemlich abgeschieden, hier ist echt gar nichts und zum Glück ist drin warm. Ich war schon ganz kurz drin, es sieht schon ein bisschen gruselig aus, aber ja, wir checken das jetzt mal ab, laden entspannt aus und tasten uns da ganz gemütlich ran. Schon heftig, oder? Und wie ist das Bike? Ja, ich habe keinen Vergleich, aber es ist schon. Ich glaube, ich hätte gerne eine andere Gabel, dass sie mehr Druck hat, einfach nicht so viel nachgibt, weil die gibt halt schon nach, ne, bei Sprüngen, weil ich sie nicht einstellen kann. Aber das ist eigentlich das Einzige. Ansonsten würde ich, glaube ich, nichts ändern. Bremsen reichen ja auch für sowas hier. Ich glaube, viel mehr brauchst du nicht. Ja, optisch ist 1A. Ich finde es halt unglaublich schwer, dass irgendwie einzuschätzen, wie viel man irgendwas machen muss. Ja, weil das Fahrrad einfach nichts verzeiht, einfach komplett direkt. Ja, ja. Ich habe gehört, du springst jetzt ins Formpit. Hab ich nicht gehört. Wir sind am Vloggen. Ja? Ich finde, das Formpit sieht noch unschöner aus, als daraus springen. War der hoch? Da fühlt sich gar nicht so schlecht an. Aber ich bin trotzdem tiefer so. Boah! Mach's gut, Jungs, baby! Das hat sich gar nicht so schlimm angefühlt, bis... Du bist nur tauchen gegangen. Ja, sobald man drin landet, ist es unangenehm. Ja, du musst halt draufbleiben auf dem Fahrrad. Call.
Versuch mal so ein Dings in der Kurve. Was ist in der Kurve? So ein Sprung. Ich weiß noch nicht, wie das geht. Einfach machen. Tom, wie hast du das gemacht, dass du da hochfährst und so springst? 80 oder 90 oder 10 oder was? Den 10%. Pass auf. Fährst du schon schräg aus? Ja, der Hinterrad dreht sich nicht. Mit den Beinen drücke ich vielleicht ein bisschen dagegen. Kannst du noch einmal fahren, kann ich danach noch was fahren? You know I had to bring it to the hood. Like she carrying silver when she keep on turning head. Cause when she woke that thing. Das ist so kopfig, ne? Aber es sieht gut aus. Ja? Ja. Just that back in my back flow, we back to chase the climbing. Just that back in my back flow, we bring the force like Tommy. Back in my back flow. Back in my... Man muss echt schlecht im Erklären, deswegen ich mache ein bisschen weiter, dass ich das auf den Hinterrad. Aber meinst du, da stehen ist gut? Hinterratten ticken mehr hoch. Ja. Sieht schon cool aus, ne? Ja. Das sieht schon richtig cool aus. Baby, where you going? Never slowing down. It's enough to go around. Yeah, you probably knew it's then, but really you don't know it's now. Niggas let it show and tell, but all my niggas know me well. It was either chase a dream or go to jail, but none of us ain't going. And we going back to back on them like we Huey and we Riley. Just that back in my back flow, we back again so highly. Just that back in my back flow, we back to chase the climbing. Just that back in my back flow, we bring the force like Tommy. Back in my back, in my back flow. Back in my back, yeah, back in my back. I'm back in my, yeah, mehr Zeit, ne? I'm back in my, this my, ja, ich merke das auch. Ich merke das, dass ich vorne höher ziehen könnte. Ja, geil. Das waren sie 170. Ich war jetzt direkt der erste. Aber siehst du, wo der Unterschied liegt? Ja, 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 ich merke das. Aber das ist dieser Punkt, was hilft, ist so einen Punkt abzuwarten, wo es schwerer muss. Da musst du dich halt trauen, das ist halt das Spiel. Ja, und halt erstmal spüren so, ne? Ja. Ich bin fertig für heute, keine Energie mehr. Das heißt, wir packen so lange zusammen, chillen noch ein bisschen mit den Jungs und das war's. Also es war auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Ob ich mir jetzt ein Dirtbike zulegen werde, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Danke auf jeden Fall an Benny von Bennys Bike Shop, dass wir das Bike hier für testen durften. Und ja, auch danke an den Tom, der das Ganze hier überhaupt ins Leben gerufen hat, dass wir uns alle heute hier treffen. Danke an alle anderen Jungs, die da waren. Ihr habt gesehen, es waren echt fitte Jungs hier dabei. Und ja, also ich glaube schon, dass man, wenn man sich hier reinfuchst, also ich habe das oft heute so ein bisschen verglichen mit Breakdance, das, wo ich eigentlich herkomme, da macht man auch tausendmal einen Move, bis man den dann irgendwann kann. Und wir haben immer früher gesagt, oder die Leute, mit denen ich trainiert habe, haben immer gesagt, so 1000 richtige Wiederholungen zählen erst und dann hat man das Ganze verinnerlicht. Ich glaube, hier bei dem Sport, BMX-Fahren oder auch Dirt, ist genau das so der Fall.
Ja, wir machen uns auf jeden Fall jetzt fertig. Ich bin am Schwitzen wie Sau. Dieses 180-Training hier hat mich fertig gemacht. Lasst gerne ein Abo da, Leute. Mindestens 2 neue Videos jede Woche. Und ja, schaut doch gerne auf dem Zweitkanal vorbei. Link in der Videobeschreibung. Und schaut auf jeden Fall auch gerne mal beim Benny vorbei, falls ihr irgendwas braucht fürs Fahrrad. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao. Back in my bag, flow. Back in my, yeah, yeah, back in my bag, yeah. I'm back in my, yeah, yeah, I'm back in my bag, yeah. I'm back in my, this is my, back in my bag, flow, Yeah, not for real. At home, 'cause none of y'all really fucking with it.